So, meine Lieben, wir haben hier eine wunderschöne Dreizimmerwohnung. Das ist der Pool in einer topmodernen Gegend in Kestel. Die Wohnung hat auch wunderschönen Meerblick, der nicht zugebaut werden kann. Das ist der Gemeinschaftsparkplatz. Und jetzt gehen wir mal rein und ich zeige euch mal die Wohnung. Das ist der Eingangsbereich. Jetzt gehen wir mal Aufzug. Die Miete beträgt 2000 türkische Lira. Ja, es ist ziemlich warm. Es ist ziemlich warm und ich muss mich mal wieder rasieren. So, und jetzt gehen wir zur Wohnung rein. So. Nun sind wir in der Wohnung und schauen wir uns mal die Wohnung an. Das sind zwei schöne Schlafzimmer und da haben wir auch einen Balkon. Die Wohnung, wer sie will, muss sich dann mit den jetzigen Mieter in Verbindung setzen, denn die Sachen sind neuwertig. Die Sachen sind neuwertig und die Sachen sollen mit übernommen werden. Also hier sind die ganzen Sofas dabei. Kontaktiert mich. Also die Spülmaschine ist nagelneu, kann man sagen. Und die Waschmaschine ist nagelneu. Es wurde alles offen gelassen, damit nichts da drin muffelt. Herd ist nagelneu, da ist auch noch Gas mit dabei. Also alles so gut wie neu. Der Kühlschrank ist gebraucht. Das haben sie auch. Oh, die Eier müssen wir wegschmeißen. Jetzt haben sie alles daher getan vom Kühlschrank, ordentlich und sauber alles. Also die Wohnung ist eigentlich eine wunderschöne Wohnung. Und wenn man hier auch hochfährt, so, machen wir mal auf hier mit Fliegengitter, großer Balkon. Hier haben wir unseren Meerblick. Da vorne ist ein Café, da ist ein Supermarkt. Wie ihr seht, ein riesen Balkon. Das wäre der Küchenbereich. Und Steckdose ist auch da. Bergblick. Da vorne ist der riesen Spielplatz. Da vorne ist der Deutsche Metzger. Da vorne ist ein Café. Restaurant, unten ist ein Friseur und ja, eine schöne moderne Wohnung. Ihr müsst mit den jetzigen Mieter das besprechen, was sie wollen für die komplette Ausstattung. Das ist nämlich so, manche Leute wollen ja möbliert, ne, und mit Geräten und müssen halt dann viel mehr Miete zahlen. Hier in dem Fall ist es dann euer Eigentum. Da kann auch nicht der Besitzer kommen und sagen, oh, ihr habt es gebraucht, das kostet jetzt Nutzungsgebühr oder was auch immer. Das fällt hier weg, weil das dann euers wäre. Also nagelneue Waschmaschine, nagelneue Spülmaschine. Die Möbel sind dabei. Die haben gerade mal 10 Tage, glaube ich, hier gelebt. Ja, jetzt schauen wir uns mal das Klo noch an. Hier haben wir das Bad und Toilette. Eine schöne, schicke, moderne Dreizimmerwohnung. Betten sind auch dabei. Wie gesagt, die haben nicht mal, gerade mal 10 Tage haben sie hier übernachtet. Gerade mal 10 Tage. Man kann eigentlich sagen, das ist eigentlich alles neu, aber darf man nicht, weil es halt doch
benutzt wurde. Ne? Okay, meine Lieben, so viel mal von mir. Wer Lust hat auf diese wunderschöne, moderne Wohnung, nahe Strand, ihr habt gesehen, der Strand ist gleich um die Ecke, soll mich kontaktieren. Ich gebe dann die Kontaktdaten. Der jetzige Mieter der will sich was kaufen. Ich sag doch immer, erstmal zur Miete hier wohnen in Alanya und dann in Ruhe entscheiden. Da kann man nichts falsch machen. Ihm und seiner Familie hat es sehr gut gefallen. Die wollen jetzt hier was kaufen, aber jetzt muss er in Deutschland wegen Beförderung oder irgendwas war da, muss er jetzt dort noch ein paar Jahre schuften. Dann hat er das Geld zusammen für eine Wohnung und jetzt deswegen können sie jetzt gerade auch nicht Urlaub machen. Ne? Okay, wer Lust hat, meldet sich. Die wunderschönen Sofas hier sind auch dabei. Ne? Okay, soviel von mir. Liebe Grüße. Wer Interesse hat, meldet sich.